Bist du jetzt Brian, oder? Natürlich. Natürlich. Das Ehepaar befindet sich nach einem Konzert auf dem Heimweg. Ich denke, du bist jetzt Brian. Oder bist du denn? Wie Brian? Ach so, natürlich. Karl-Heinz. Ach so. Entschuldige, ich vergaß. Mach doch nicht. Natürlich. Ja! Na gut, dann ist Karl-Heinz jetzt Brian. Karl-Heinz! Ja? Können Geiger eigentlich nur Geigen und Trompeter nur Blasen? Ja. Ist das nicht sehr eintönig? Musiker sind mit ihren Instrumenten verheiratet. Aber sie könnten doch auch mal mit den Instrumenten ihrer Kollegen spielen. Theoretisch schon. Praktisch auch. Meinetwegen kann ein Trompeter auch mal praktisch in eine Geige blasen. Ich möchte, dass du meine Frage ernst nimmst. Ja. Warum sagst du dann, es wäre praktisch, in eine Geige zu blasen? Ich habe gesagt, es wäre möglich. Es wäre nämlich einfach unpraktisch. Es wäre unpraktisch, aber nicht unmöglich. Kein Geiger würde einen Trompeter in seine Geige blasen lassen. Nein, nein. Aber theoretisch wäre es natürlich möglich. Aber praktisch eben nicht. Wenn ein Trompeter in eine Geige bläse, dann bliese er praktisch. Wenn er theoretisch bliese, dann bläse er nicht. Er bläst also nur, wenn er praktisch bliese. Ja, ja. Aber ein Trompeter bläst nun mal nur theoretisch in eine Geige. Warum gibst du nicht einfach zu, dass ein Trompeter niemals in eine Geige bläst? Mein Gott, weil ein Trompeter theoretisch in eine Geige blasen könnte. Auch wenn er praktisch dazu keine Gelegenheit hätte. Also ich gehe in kein Konzert mehr, wenn ich darauf gefasst sein muss, dass plötzlich ein Trompeter theoretisch oder praktisch in eine Geige bliese. Liebchen. Kein Trompeter wird je in eine Geige blasen. Ach, auf einmal!